Wuff. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute mal aus einem anderen Blickwinkel. Und zwar habe ich heute ein bisschen was anderes mit euch vor. Und zwar würde ich gerne diese zwei riesigen Pflanzen mit euch umtopfen wollen. Und zwar, es ist einmal die hier. Und dann ist es diese andere große, riesige Pflanze hier. Die hier. Das ist mir jetzt erst gerade aufgefallen, wenn ich das da in dem Vorschaubild sehe, wie riesig diese Pflanze ist. Guck mal, was halt besonders hübsch ist, ist, dass die Pflanze gerade ein neues Blatt kriegt. Guck mal, das ist noch so schön wunderhübsch rot. Und es tropft. Von daher würde ich mal sagen, wir fangen erstmal mit der kleineren, leicht überschaubaren Pflanze an. Das ist die hier. Da fehlt nämlich schon sowieso schon die Hälfte. Genau. Und wir quatschen halt einfach ein bisschen miteinander, würde ich mal sagen, oder? Genau, das heißt, macht euch gemütlich und wir fummeln jetzt ein bisschen an der Pflanze und an der Erde rum und versuchen die halt rauszukriegen, damit ich die dann gemeinsam umstellen kann. Das heißt, der Plan ist, Erde raus, Pflanze in Wasser stellen. Hier, das ist so ein großer Eimer, da ist eine kleine Spinne. Steht irgendwas drauf, wie groß dieser Eimer ist? Nö. Okay, ein großer Eimer, da kommt hier normales Leitungswasser rein. Und dann genau, bleibt die da halt erstmal für ein paar Wochen stehen und dann gucken wir mal weiter, was wir mit der Pflanze machen. Nicht wundern, das ist mein riesiger Philodendron hier hinten. Ich glaube, dass der ein bisschen traurig ist, weil die Blätter hier unten so ein bisschen runterhängen. Ich glaube, ich hatte den einmal vergessen, ein bisschen zu gießen. Der Wasserstandsanzeiger war zwar noch ein bisschen voll und ich dachte, okay, wenn da noch so ein bisschen drin ist, dann ist halt in Ordnung. Aber ich glaube, dass da unten inzwischen so viele Wurzeln drin sind, dass, na gut, ich kann ja schon mal anfangen, ne? Dass da unten inzwischen so viele Wurzeln drin sind, das ist mir schon mal passiert, dass der Wasserstand, dass die Wurzeln den Anzeiger ein bisschen hochdrücken. Ne? Genau. Mir ist halt auch aufgefallen, ich habe ja gestern die. Moment. Oh. Oh. Ein Glück habe ich hier noch nicht den Boden sauber gemacht. genau. Bei der Pflanze steht halt auch noch so ein bisschen an, dass wir die so ein bisschen irgendwie anbinden oder so einen kleinen Moosstab machen, weil diese Pflanze, wie ihr ja sehen könnt, sie ist sehr groß. Okay. Da ist auch schon die kleine Pflanze. Aber dann kann ich ja auch eigentlich gleich den Eimer benutzen, um da die ganzen Schnodder da rein zu packen. Genau. Machen wir noch so ein bisschen die Erde ab. Genau, also davor drücke ich mich wirklich sehr, diese Pflanze irgendwie in einen neuen Moosstab zu geben, weil ich müsste die Pflanze dann halb aus dem Topf rausholen und das mache ich nicht. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich die heben soll. Und genau, deswegen habe ich jetzt da erstmal nur so ein kleines Stückchen so einen kleinen Plastikstab da reingemacht, reingerammt. Ich habe die halt echt die letzten Tage nicht gegossen, die Pflanze hier, aber sie ist halt echt noch ein bisschen nass da unten. Hätte ich nicht gedacht. Die Pflanze sah eigentlich auch schon so ein bisschen traurig aus, weil ich dachte, okay, jetzt hast du die extra so lange nicht gegossen, damit das jetzt extra ein bisschen einfacher wird. Aber nichts da. Mein linker Arm wird schon ein bisschen taub, weil du ein bisschen schwer bist. Genau. Was für eine riesige Pflanze, oder? Hoffen wir mal. Ich habe irgendwie bei so großen Pflanzen irgendwie immer sehr, sehr die Angst, dass das irgendwie in die Hose geht oder dass das nicht so
dass die sich nicht so gut umstellen lassen. Genau, ich glaube, zu der Zeit, wo das Video rauskommt, war ich schon in Hamm. Ich hoffe mal, dass wir sehr viele schicke Pflanzen gekauft haben. Die Wurzeln sehen aber irgendwie nicht so wirklich gut aus. Genau, auf was freut ihr euch denn? Oder habt ihr irgendwie schon in Hamm, wenn ihr zur Pflanzenmesse fahrt, habt ihr euch da schon irgendwie was ausgesucht? Also geht ihr da halt wirklich, wirklich hin und sagt, boah, ich will mir jetzt unbedingt XY Pflanze XYZ kaufen? Oder sagt ihr, nee, ich gehe einfach nur hin und gucke mir das halt einfach mal an und wenn da was Schönes dabei ist, dann kaufe ich mir die und wenn nicht, dann halt nicht. Oder sagt ihr, nee, ich kaufe mir das irgendwie alles erstmal online und gucken wir halt einfach mal. Ich habe mir halt eigentlich vorgenommen, weil ich ja mein eines Pflanzenregal so kaputt gemacht habe. Oder ich habe ja diese rankelnden Pflanzen. Oh, das ist ein Wurzelballen. Oh, das ist nicht schön. Also nicht schön für mich, aber schön für die Pflanze. Guck mal hier. Das ist wirklich ein. Oder das dauert jetzt. Schade. Genau, habe ich mir halt eigentlich vorgenommen, weil ich habe ja die ganzen Rankelpflanzen von dem einen Regal abgemacht. Ob ich nicht da irgendwie noch ein paar, mich mal so ein bisschen in die Farnrichtung eventuell so ein bisschen begebe. Weil was hatten wir theoretisch auch noch nie, um welche Farne, weil ich weiß halt nur, dass die so ein bisschen zickig sind, was so ein bisschen Wasserqualität angeht. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das halt wirklich so das Richtige für uns ist. Oder zumindest für mich, weil ich will jetzt da nicht extra eine Sonderlocke für ein bis zwei Pflanzen drehen und irgendwie besonders Wasser anmischen oder irgendwie was Spezielles machen. Das mache ich nicht. Oh, das ist hier aber wirklich der Wurzelballen schlechthin hier unten. Das ist nicht schön hier. Von den Wurzeln sehen noch nicht gut aus. Also alles, was ich jetzt hier so durchgreife, ist eigentlich alles fast ein bisschen hin hier unten. Ja. Nicht schön. Na gut, okay, aber dafür machen wir das ja. Das heißt, der Stamm ist auch lang genug dafür. Ah, Rücken. Ah, ich werde alt. Genau, schauen wir einfach mal, ne? Oder ich mache jetzt hier die ganzen gesunden Wurzeln ab. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Denn, guck mal, das hier habe ich jetzt hier alles in der Hand gehabt. Und das ist jetzt hier eigentlich alles. Ah, das könnte auch irgendwie Moos sein. Naja. Okay. Genau, dauert jetzt halt eigentlich immer ein bisschen so diese ganzen Pflanzen hier entheddern. Das geht bei kleineren wirklich sehr viel besser. Und vor allem bei Pflanzen, die so richtig dicke Wurzeln haben. Genau. Ich hoffe, dass Hamm nicht wieder so voll wird. Das hoffe ich wirklich. Weil so früh da sein kann ich jetzt nicht, weil ich fahre da 4 Stunden hin. Das heißt, irgendwann so um 5 oder 6 Uhr losfahren. Dann bin ich dann irgendwann um 10 Uhr da. Stelle mich dann in die Warteschlange, um reinzukommen. Ups, hat mir die Pflanze mal so, ne? Moment, dann seht ihr nichts. Jetzt aber mit der linken Hand. Ne, linke Hand ist auch doof. Dann machen wir das so. Genau. Dann stelle ich mich auch in die Warteschlange wie alle anderen. Das heißt, für mich gibt es da jetzt irgendwie keine Sonderbehandlung. Benny darf irgendwie früher rein. Oh. Oh, ich glaube, das muss ich irgendwie hier fast alles im Badezimmer machen. Ja.
Aber schauen wir mal. Also letzten Endes, also die Pflanzenmesse ist halt wirklich schon sehr umfangreich und auch sehr, sehr schön, weil es da halt auch wirklich Pflanzen gibt, die man normalerweise so nicht findet und auch zu Preisen, die auch noch sehr human sind, habe ich so das Gefühl. Genau. Ich habe halt auch überlegt, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Platz habe, ob ich mir noch ein paar Orchideen hole. Oder zumindest halt ein bis zwei noch, weil dieses eine Regal, das sieht wirklich sehr schön aus, wo wenn da diese 10 Orchideen da draufstehen, ist mir halt so wieder eingefallen. Ich glaube, das war jetzt effektiv, glaube ich, einen Monat her, seitdem ich dieses letzte Mal gegossen habe. Dann habe ich ja, glaube ich, auch ein Video zu gemacht. Ihr hattet mir auch drunter geschrieben, was ihr oder wie ihr eure Orchideen haltet. Ne, das war, glaube ich, auch sehr aufschlussreich. Ich mag die Orchideen einfach. Oh, guck mal, hier ist sogar noch Moos drin. Ist wahrscheinlich vom Verschicken. Genau, hier unten drunter ist noch Moos drin. Ja. Moos. Ist wahrscheinlich vom. Ich mag die Orchideen halt einfach, ne? Weil wenn ich jetzt sage, okay, die verzeihen das halt auch mal, wenn sie da mal ein paar Wochen ohne Wasser stehen. Klar, die Pflanzen sehen dann halt natürlich ein bisschen traurig aus, aber ich mag so eine Pflanze, ne? Wenn die halt einfach funktionieren und halt einfach da stehen und oh. Ja, da werde ich, ich glaube, da muss ich sogar rausgehen für. Traue ich mir jetzt meiner Badewanne nicht mehr zu. Weil das wirklich so dreckig ist hier. Ah, hier ist auch der Stamm noch. Ja, okay, dann muss ich sowieso auf den Hof. Weil ich glaube, sonst wird mein Nachbar unter mir ein bisschen sauer, wenn ich jetzt den ganzen Klumpen hier. Oh. Ja, hier ist noch an dem Stamm ist noch Moos dran. Da muss ich dann nach dem Video nochmal fix auf den Hof und die Pflanze durchspülen. In der Hoffnung, dass der Wasserhahn schon auf ist. Wenn nicht, dann habe ich jetzt ein kleines Problem. Genau, ich habe ja gesehen, dass es halt auf der Pflanzenmesse halt auch Pflanzen, glaube ich, für ein paar tausend Euro gibt. Ja, ist jetzt irgendwie sehr schön anzusehen. Ne? Ich glaube, diese eine Pflanze, ich blende dir bestimmt gleich wieder den Namen ein. Was ist der Bilitae variegiert oder so? Wo denn eine für einen Ableger dann irgendwie ein paar tausend Euro kostet oder so. Ich finde die Pflanze auch echt wahnsinnig schön. Ne? Verstehe mich nicht falsch. Aber das Einzige, was mich halt wirklich an diesen Pflanzen abhält, sie zu kaufen, dass die Variation echt nicht stabil ist. Und dafür dann irgendwie so 1000, 2000 Euro auszugeben oder weiß ich nicht wie viel, das ist mir dann halt irgendwie echt immer ein bisschen komisch, ne? Weil letzten Endes hast du halt nicht so wirklich die Kontrolle darüber, wie die Pflanze aussieht, also wie das nächste Blatt halt aussieht, ne? Also theoretisch kannst du dir jetzt halt die Pflanze für eine richtige Menge Geld kaufen und dann beim nächsten Blatt. Ist denn oder bei den nächsten zwei, drei Blättern ist ein Ende, ne? Und das finde ich irgendwie immer nicht so schön. So. Guck mal, das sieht doch schon mal sehr viel besser aus. Schütteln wir das hier noch unten noch so ein bisschen durch. So. So. Zeige ich euch das auch gleich erstmal in die Kamera. Aber du brauchst auch wirklich ganz dringend einen neuen Topf. Also von den ganzen Wurzelbergen, die wir jetzt da dran hatten, ist da nicht mehr so viel übrig geblieben. Und die Wurzeln sahen zumindest nicht geil aus. So. Aber das hier ist die Pflanze. Das hier ist das neue Blatt. Das hier. Und hier ist noch dieser kleine
Den machen wir auch mal gleich mal ab. Alles, was irgendwie im Wasser steht, ist nicht schön. Zeige ich euch gleich auch erstmal die Wurzeln. So. Das sieht doch eigentlich schon ganz schick aus. Also der Stamm ist halt wirklich fast, da kann ich wirklich meine ganze Hand drum halten. Schauen wir mal. Ich habe die Kamera extra so eingestellt. Kann ich jetzt wirklich so meine ganze Hand einmal umfassen. Das hier sind die Wurzeln. Sehen okay aus, finde ich. Ich habe da wirklich jetzt sehr viel abgemacht. Aber ich hoffe, dass jetzt halt so der Stamm jetzt hier halt auch anfängt, ein bisschen zu wurzeln. Genau, das war Pflanze Nummer 1. Das heißt, was mache ich jetzt mit der? Ich werde die jetzt halt noch mal ein bisschen durchspülen, damit die ganzen Wurzeln noch ein bisschen sauberer werden. Dann stelle ich diese Pflanze. Ah ja, so ein Riesenstammstück, ey. Genau, ich mache das hier alles noch ein bisschen sauberer. Stelle das dann ins Wasser, ins reine Leitungswasser. Fangen die nächsten Tage an, die Pflanze sehr viel stärker noch mal ein bisschen durchzuspülen und immer mal wieder das Wasser zu wechseln. Denn manchmal, man kriegt halt nicht alles ab. Und von daher, alles, was halt im Wasser ist und was nicht Pflanze ist oder Erde, ach, oder Wurzeln, sind halt Nährstoffe und das fängt dann halt irgendwann an zu schimmeln. Hier, ich stelle das jetzt hier einfach hier so rein. So. Ein bisschen hingelehnt und dann bleibt das hier stehen. Zumindest halt so ein bisschen aufgerichtet. So, okay, damit sind wir jetzt auch schon mit der ersten Pflanze durch. Das heißt, du kommst jetzt hier eigentlich weg. Aber ich verstehe halt nicht, guck mal, da waren so viele. Ich glaube, die hat irgendwann mal richtig Wurzelfäule gehabt. Hier, die Pflanze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier irgendwie alles Moos sein soll. Oder welche Kokosfasern. Das kann jetzt natürlich auch noch sein. Aber dafür. Na guck mal, ich zeige euch das auch mal. Guck mal, das sind aber keine Kokosfasern, oder? Guck mal, das hier. Das sind doch aber irgendwie tote Wurzeln, oder? Das können jetzt aber auch Kokosfasern sein. Also Kokoserde oder so, das kann jetzt halt auch noch sein. Gut, das Fette hier ist eine Wurzel. Das hier. Ne, was sagt ihr dazu? Finde ich irgendwie komisch. Also Kokosfasern könnte das halt noch sein, ne? Weil das sieht nämlich fast so ähnlich aus. Würde halt auch erklären, dass das noch so ein bisschen zusammenhält. So. Erste Pflanze fertig. Ein bisschen sauber machen. Jetzt kommt das Highlight. Und zwar der Lynami. Uff. Okay. Der kommt auch weg. Brauche ich nicht. Platz ist, dreckig ist auch. Fantastisch. So. Pflanze Nummer 2. Ich mag ja sowas. So eine riesigen Pflanzen umtopfen. Warte mal. Sind das hier. Was bist du? Okay, da ist irgendwas Flauschiges. Ah, nee. Ah, das sind. Okay, das sind. Hier sind wirklich Schädlinge dran. Und zwar sind das solche Wollläuse, glaube ich, heißen die. Okay, dann muss ich die gleich mal einsprühen. Ja, das Blatt hier hinten ist auch irgendwie so ein bisschen klebrig. Okay. Aber waren jetzt auch erstmal nur zwei drauf. Zwei kleine wollige Schmierläuse. Okay, dann muss ich die gleich mal einsprühen. Ach, ist okay. Wie sehen denn die ganzen anderen Blätter aus? Schauen wir mal. Wenn das jetzt in dem umgeöffneten Blatt ist, dann ist das noch okay. Dann haben wir die mit importiert. Haben wir die mitgebracht? Okay, wenn ich die durchspüle, dann muss ich die gleich mal mit so ein bisschen Chemiekeule ansprühen. Bei diesen riesigen Blättern ist mir halt aufgefallen, ist das sowieso immer sehr der Hotspot Nummer 1 für irgendwelche türkische Großfamilieninsekten. Nee. Das ist mir zum Beispiel halt auch bei meiner riesigen Insigne Gigante aufgefallen, die jetzt direkt hinter mir steht.
dass da wirklich sehr gerne Viecher sitzen. So, irgendwas zum drunterlegen brauche ich trotzdem. Und jetzt holen wir mal dieses kleine Monstrum aus der Erde, ne? Das heißt, wie greife ich dich jetzt? Am besten irgendwo am Stamm. Das geht nicht. Okay. So. Puh. Jetzt rütteln wir wieder ein bisschen. Oh je. Oh je. Also entweder die Erde ist wirklich staubtrocken wie die Sahara, oder das ist halt alles voller Wurzeln. Oh. Da unten guckt eine Wurzel raus. Okay. Oh je. Kann ich dich einfach so rausziehen? Oh je, och nö, oh Gott. Wann kann ich euch das zeigen? Oh je, das sind alles Wurzeln, zumindest nur auf der einen Seite. Okay. Ja. Oh je. Aber die lässt sich auf jeden Fall schon mal sehr viel besser aus der Erde holen als die andere, weil das Substrat so schön locker ist. Ja, sehr viel einfacher. Ja. Ist ja gar kein Vergleich. Ich glaube, dann waren das irgendwelche Kokosfasern vorher. Hat das Substrat nicht mehr gereicht. Ich finde, solche Pflanzenmesse wie in Hamm sollte es halt öfter geben und nicht nur in Hamm. Gerade hier in Berlin, wir haben ja diesen riesen ICC mit zig Quadratkilometern an Fläche, wo irgendwie immer, oh, ich war hier alt, wo immer irgendwelche besonderen Events stattfinden, welche doofen Bootsmessen oder so. Da hätten wir ja ein bisschen Platz, ne, um halt irgendwelche Pflanzen unterzubringen oder irgendwie sowas. Naja. Genau, also aktuell suche ich jetzt halt gerade ein bisschen, weil ich habe ja mein Regal da ein bisschen kaputt gemacht, beziehungsweise die Rankelpflanzen, dass man sich mal so ein bisschen an andere Rankelpflanzen orientiert. Das hatte ich zumindest halt vor. Ich habe ja an diesem anderen Regal auch diese, ja, ich weiß nicht, wie die Pflanzen heißen, das bin ich, die bestimmt jetzt halt auch ein. Die packt man normalerweise immer ein bisschen an den Scheit Holz, sodass die da halt so ein bisschen gegenkleben. Man bindet die da halt auch fest mit ein bisschen Moos und hängt die dann irgendwie an die Wand. Sowas wollte ich zum Beispiel noch ausprobieren, denn zumindest die drei, die ich da dran habe, die wurzeln wirklich hervorragend. Und wenn man denn da vielleicht noch eine andere oder eine bessere Möglichkeit findet, um die so ein bisschen besser gießen zu können, ne, das wäre irgendwie so ganz, ganz klasse, dann könnte man sich da irgendwie noch mal ein bisschen rantasten. Genau. Deswegen gucken wir mal, ob ich da irgendwie was in Hamm kriege, was Schönes. Und dann kann man sich da vielleicht noch mal so eins, zwei, drei Stück holen und die an die Regale ranhängen. Na, dann ist es halt so ähnlich. Oh, jetzt kommen mir die ganzen Düngekugeln. Sie sind grün. Vorher waren sie mal blau. Genau, sowas hatte ich theoretisch noch halt vor, weil ich finde, dass das so eine gute Alternative ist, das Regal so ein bisschen voller werden zu lassen. Außer ohne jetzt halt wirklich was ans Regal fest zu integrieren, ne? Dass das alles irgendwie immer noch ein bisschen beweglich ist. Das heißt, wenn man wirklich Schädlinge hat, dass man die Pflanzen trotzdem noch ein bisschen separieren kann, das finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz cool. Das heißt, so einen Fehler mache ich jetzt nicht nochmal. Auch wenn es wirklich richtig gut aussah. Genau. Naja, schauen wir mal. Ja.
So, wie weit sind wir jetzt hier? Fast fertig. Wenn ich jetzt eine zweite Hand hätte, dann würde das auch sehr viel schneller gehen. So, vielleicht habt ihr ja halt auch noch andere Ideen, was ich jetzt an mein IKEA-Regal ranmachen kann, was jetzt so ein bisschen oder wo, was ich noch ranmachen kann, ohne jetzt eine Pflanze fest zu integrieren oder da jetzt irgendwie fest ranzumachen. Klar, man kann ja auch sagen, man lässt die Pflanze einfach nur runterrankeln. Ja, das kann man auch irgendwie machen. Aber irgendwann wächst du dann halt auf dem Boden weiter und das ist dann halt auch irgendwie doof. Weil dann fängst du sie an, dann doch irgendwie irgendwo raufzulegen oder na, ist auch nicht schön. Ne, dass man da halt irgendwelche kleine, oder man kann halt auch sagen, man hat jetzt kleinere Pflanzen. Man macht die halt auch auf Semi-Hydro. Und man bindet die dann oder man hängt die dann halt einfach ans Regal an. Guck mal, sowas könnte man theoretisch auch noch machen. Was machst du denn, wenn die kleinen Pflanzen auch irgendwann mal groß werden, ne? Deswegen eignen sich so diese Pflanzen, die man da ans Holz anpackt, eigentlich schon sehr. Denn zumindest so, wie ich es halt bis jetzt mitgekriegt habe, wachsen die auch nicht so schnell. Oh, jetzt ist hier überall trockenes Moos dran, ey. Das knirschende Geräusch von berstenden Wurzeln. Was mich hier interessieren würde, ist das hier hinten, ob sie die schon mal abgeschnitten haben oder ob das halt wirklich dieses Riesenstammstück ist. Ah, ich muss mich ganz kurz mal meine Füße ausstrecken. So, das sieht aber schon mal sehr viel besser aus. Abgesehen davon, dass hier auch überall noch Moos dran hängt. Tja, genau, so ist es. Und ich habe halt vor, gegen Ende des Jahres hier ein bisschen meinen Raum zu erweitern. Dass ich jetzt hier nicht nur eine Lampe habe, sondern da hinter euch geht es ja auch noch weiter. Dass ich habe hier erst so gefühlt ein Viertel des Raumes ist ja erst mit Pflanzen voll. Und ich hatte jetzt halt vor, den Raum ein bisschen zu erweitern. Denn mir ist halt aufgefallen, dass je nachdem, wie ich die Pflanzen stelle, der Raum halt einfach ein bisschen zu klein wird. Oder die Lampen zumindest. Ja, komm, scheiß drauf, ich muss sowieso sauber machen. So. Ist das alles? Kann ich dich irgendwo hinlegen? Das wäre jetzt sehr schön. Ja, okay. Diesen Raum ein bisschen zu erweitern, dass ich da hier vielleicht noch so noch mal so drei oder sechs Lampen habe. Das wäre noch ganz schick. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz, um die vorhandenen Pflanzen ein bisschen besser auszuleuchten. Genau. Und ich glaube, wir sind fertig. Hier ist noch so ein bisschen Kleinkram hier überall an den Wurzeln. Aber ich zeige euch die Pflanze jetzt halt mal. Ein bisschen mal. Ja, dauert jetzt hier noch eine ganze Weile, bevor ich das jetzt hier alles rauskriege. Ah, die haben sie auch abgeschnitten. Das zeige ich euch jetzt auch gleich. Ja, na gut, okay. Das hier ist die Pflanze. Innen zusammengedrückt. Ups. So. Genau. Und jetzt komme ich einmal vor. Ups. Treten wir überall auf. Ist das hier, ne? Hier, das hier ist das neue Blatt da hinten. Und das hier sind die Wurzeln. Sieht eigentlich ganz gut aus. Auch was hier unten halt angeht. Hier die Rückseite. Da haben sie so irgendwann einmal abgeschnitten. Und dann hier, wo ist ein Stückchen? Hier unten, da. Da haben sie halt einmal abgeschnitten. Und dann wächst das so in so einem Hüb. Also hier ist das Stammstück. Und dann wächst das so. Hier so hoch und dann jetzt hier gerade.
echt ein Klopper an Pflanze. Ne? Das hier ist das neue Blatt. Geil, oder? So, ich glaube, damit sind wir jetzt fertig. Das heißt, mit der mache ich jetzt genau das Gleiche. Die Pflanze kommt jetzt halt auch in so einen großen weißen Pott. Ich spüle die jetzt halt einmal durch. Hi, an der Stelle ein kleiner Einschub. Ich wollte euch jetzt natürlich nicht vorenthalten, wie die Pflanzen aussehen, wenn ich sie durchgespült habe. Also das hier ist die eine Pflanze. Die Blätter glänzen jetzt halt auch so ein bisschen, weil ich habe sie von oben bis unten abgespült. Das hier sind die Wurzeln. Na, das sieht ja eigentlich ganz vernünftig aus. Ne? Sehr viel weniger Wurzeln dran, als ich jetzt erstmal dachte für so einen riesen Stamm finde ich jetzt erstmal die Wurzeln nicht so üppig. Ne? Aber hier oben kriegt sie halt auch schon neue. Da. Die andere zeige ich dir gleich. Ich jetzt erstmal gleich wieder zurück ins Wasser. Sitz. Die andere. Ist hier. Hopp, warte mal. Machen wir mal so. Das hier ist das Stämmchen. Hier wie heißt das, diesen Schutz von dem Blatt habe ich halt auch abgemacht. Weil ich habe die ganzen Blätter halt einmal wirklich einmal komplett angesprüht. Also einmal komplett durch und meistens, wenn hier noch so ein kleiner Schutz drum ist, meistens verkriechen sich da halt auch immer noch so sehr gerne irgendwelche Viecher in diesem Schutz. Deswegen habe ich das jetzt alles abgemacht. Die Blätter, lass mich das einmal ganz kurz schön drehen. Die Wurzeln sehen eigentlich sehr schön aus. Aber da klebt noch irgendwas dran. Nee. Die Wurzeln sehen eigentlich sehr schön aus. Nur hier an der Stelle scheint es jetzt auch irgendwie noch ein bisschen dreckig zu sein, aber der Stamm, der kommt auch von hier unten, der wächst dann hier so langsam hoch und kriecht dann halt. Mal, da ist die Decke. Ja, jetzt muss ich das so halten. Genau. Sieht eigentlich ganz vernünftig aus, also ein paar, ich würd mal sagen, dass so ein Drittel von den Blättern wieder abstirbt. Aber schauen wir mal. Genau. Das wollte ich jetzt eigentlich nur zeigen. Ne? Dieses Riesending. Die Wurzel von der Pflanze. Weiter geht's. Hoch, dass die Pflanze genau, die müsste genau hier oben auf dem Substrat aufliegen, was wirklich perfekt wäre. Das dauert aber noch. Das heißt, durchspülen, ins Wasser hinstellen. Meine Wohnung geführt erstmal wieder sauber machen. fertig. So, ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Ihr seid nicht so erschöpft von Hamm, falls ihr da gewesen seid. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie Hamm war, was ich gekauft habe. Und dann sehen wir uns nächste Woche oder nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder, wenn ich von Hamm berichte. Genau, das wird das nächste Video sein. Und dann muss ich echt mal ein bisschen aufhören, Report with Me zu machen. Aber das hat sich gerade so wirklich so sehr gut angeboten, die ganzen Pflanzen umzutopfen. Genau. Von daher, bis nächste Woche, Sonntag 10 Uhr. Bis gleich. Ciao, ciao.